Hallo, hier spricht wieder eure Medimikro. Heute bin ich auf der Suche nach natürlichen Antibiotika. Und jetzt werdet ihr sagen, ach, wo sieht sie die denn? Sind sie da? Nee, da? Nee. Auch keine natürlichen Antibiotika? Hier? Vielleicht, aber nee. Sehe ich auch nichts. Moment. Der Birke geht es ja nicht so richtig gut. Dann verfolgen wir diese Birke mal. So, ich sehe immer noch nichts. Wo sind denn jetzt die natürlichen Antibiotika? Moment, da muss ich mal ranzoomen. Und dann sehen wir dort einen sehr, sehr dunklen Pilz. Das ist vom letzten Jahr, den können wir nicht mehr ernten. Aber dieser ganz, ganz helle, der hat ein ganz weiches, weißes Fleisch. Wie ein Steinpilz. Den können wir auch weich essen, er ist bitter. Aber wir können ihn auch so jetzt essen. Wir können aber auch ihn in Scheiben schneiden, trocknen, möglichst nicht erhitzen und ihn dann irgendwie zu uns nehmen. Letzten Endes kann man ihn aber auch als Tee benutzen. Dann haben wir halt die ganzen Mineralstoffe aus der Birke in unserem Tee. Das ist hervorragend für Hautheilung, für ein wärmendes Gefühl, aber auch gegen Helicobacter pylori, ich glaube Heliobacter pylori, Entschuldigung. Naja, auf jeden Fall kann man diesen Pilz wunderbar einsetzen, einfach so als innere Stärkung. Das würde ich euch empfehlen, natürlich zu Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie bitte nur die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das ist natürlich auch nur meine Meinung und die ist ja auch nur Jahrtausende alt. Heute hat man natürlich in der Apotheke ganz andere Möglichkeiten, wie ihr wisst, ne? So ein bisschen Zwinker-Zwinker-Auge. ich wünsche euch alles Gute, es sollte eine kleine Anregung sein. Wir haben heute den 10. September und dieser 10. September, da wächst jetzt schon, da kommen jetzt die Anfänge und ab jetzt geht's los. Also viel Spaß beim Suchen, macht es gut, eure Medimikro, tschüss!